christliches Menschenbild und unsere Wirtschaftsordnung. Immer wieder werde ich gefragt von, gerade auch während meiner Zeit, als ich noch an der Uni war, von Studenten, welche Wirtschaftsordnung soll ich denn als Christ befürworten? Als ich noch Student war, hieß es immer, ein Christ muss Sozialist sein. Gollwitzer und so, und heute denkt man wahrscheinlich nicht mehr so. Dazu gibt es einige Punkte. Vom texanischen Geschäftsmann Howard Hughes, kennen Sie vielleicht von der Hughes Airline Texas, soll das Wort stammen. Es versteht sich von selbst, dass man nicht zugleich hohe Prinzipien und hohe Profite haben kann. Dieses Zitat stärkt das Vorurteil vieler Theologen und Intellektueller, denen der Markt immer ein Ort für grobe Menschen und unedliche Motive war. Alle, die im Leben nichts erreicht haben, sind ins Hintertreffen geraten, weil sie moralisch geworden sind, urteilt einmal kritisch August Strindberg in Der Sohn der Magd. Und in der Drei-Groschen-Oper heißt es ja bekanntlich, erst kommt das Fressen und dann kommt die Moral. Erst muss ich in irgendwelchen Wegen manchmal nicht ganz so moralisch ein hohes Einkommen erzielen und dann bereite ich mich auf das Bundesverdienstkreuz vor, sagen wir Bill Gates oder so, erstmal mit komischen Mitteln sehr reich werden und hinterher wird man dann auch noch einer, der sehr viel Geld spendet für gute Zwecke. Auch die Kirchenväter haben in großer Beredsamkeit die Wirtschaft wegen ihres unterstellten Gewinnstrebens verurteilt. So heißt es in den Dekreten des Gratian aus dem 12. Jahrhundert, Nullus Christianus debet esse mercator, aut si voluerit esse prodigiator de ecclesia dei. Das heißt, kein Christ darf Kaufmann sein. Wenn er aber Kaufmann bleiben will, muss er aus der Gemeinde ausgeschlossen werden. Bei den Griechen und Römern galt übrigens der Patron der Kaufleute zugleich als der Patron der Diebe, Hermes und Merkur. Sein Schutz und seine Gaben halfen sowohl dem Kaufmann als auch den Dieben. Auch jüdische Schriften sahen den Kaufmann kritisch. In den Apokryphen des Alten Testament heißt es, schwerlich bleibt ein Kaufmann frei von Schuld. Ein Händler wird sich nicht reinwaschen von Sünde, Sirach 26. Und es gibt noch viele andere Stellen, die Ähnliches sagen, wie Sirach 27. Des Geldes wegen haben schon viele gesündigt. Wer es anzuhäufen sucht, schaut nicht genau hin. Zwischen zwei Steinen lässt sich ein Pflock stecken. So steckt zwischen Kauf und Verkauf die Sünde. Man hatte also ein negatives Bild von der Wirtschaft. In den frühen Mittelalter übrigens hatten die Kaufleute auf der gesellschaftlichen Stufenleiter einen äußerst niedrigen Rang. Die im Fernhandel Tätigen wurden als homines duri bezeichnet, als harte Männer, denn nur wagemutige und abgebrühte Kerle konnten sich im unsicheren Europa des Frühmittelalters mit Waren herumzureisen wagen. Hat es nun unsere Marktwirtschaft geschafft, die teilweise berechtigte Kritik aus den Reihen der intellektuellen Moralisten und Theologen zu besänftigen? Dabei stellen sich für uns erstmal einige Probleme. Was ist unsere Wirtschaftsordnung und was ist ein christliches Menschenbild? Gibt es in der Bibel Anhaltspunkte für die anzustrebende Wirtschaftsordnung? Erster Punkt, einige Begriffserklärungen. Zunächst ist festzustellen, dass die biblischen Schriften sich nicht für eine bestimmte Wirtschaftsordnung aussprechen. Christen haben in Diktaturen und in Demokratien gelebt. Mich stört immer die Geschichte da vom Josef, die Einrichtung einer Planwirtschaft in Ägypten. Für den Pharao durch Josef, Sie kennen ja den Traum mit den drei mageren Ähren, den drei mageren Kühen und den drei Kühen und den reichen Ähren führten ja dazu, dass er Vorsorge betrieb und als dann die mageren Zeit anfing, dann hatte er sozusagen ganz Ägypten für den Pharao aufgekauft, was man auch nachvollziehen kann. Es gibt eine Zeit, wo plötzlich die vielen Stammesfürsten keine Bedeutung mehr hatten. Alles gehörte dem Pharao. Das wird nicht kritisiert. Und ich gesagt, das war falsch, dass der Pharao alles besessen hat.
Oder denken wir, Daniel war ein Berater eines absolutistischen Herrschers. Und es gibt noch ein weiteres Problem durch das Wort christlich. Was ist damit gemeint? Wir sagen oft, was nicht rot ist, ist rotlich und was nicht grün ist, ist grünlich. Gilt das auch, was nicht Christ ist, ist christlich? Es gibt so viele christliche große Traditionen. Die Orthodoxie, der Katholizismus, die vielen protestantischen Richtungen und die einzelnen Grobrichtungen sind in sich ja auch nicht uneins. Was soll nun als christlich bezeichnet werden? Aber auch die Vorgehensweise hält gar nicht weiter. Vor einigen Jahren erschien ein Buch von Robert Klaus mit dem Titel Armut und Reichtum, die Wirtschaftssysteme aus christlicher Sicht. In diesem Band werden vier unterschiedliche Standpunkte aus christlicher Sicht dargestellt, wobei die einzelnen Autoren zum evangelikalen Lager gehören. Also es war die kleine Untergruppe der Protestanten, die bibeltreuen Leute. Und da hat man vier unterschiedliche Positionen gehabt. Theologisch gesehen kommt man hier also nicht sehr weiter. Ich will mal kurz die Positionen nennen. Gary North, unterstützt ein bekannter amerikanischer Ökonom und Christ, unterstützt die freie Marktwirtschaft und belegt dies eloquent biblisch. Man muss als Christ für die freie Marktwirtschaft sein, so Art Trump ungefähr. William E. Deal zeigt genauso klar nach, dass aus christlicher Sicht die staatlich gelenkte Marktwirtschaft angestrebt werden soll. Art Giersch, alles bekannte Ökonomen, spricht sich aus christlicher Überzeugung für eine dezentralisierte Wirtschaft aus, während John Gladwell sich in Richtung einer zentralistischen Planwirtschaft äußert. Alle begründen ihre ganz unterschiedlichen ökonomischen Vorstellungen zur Wirtschaftsordnung aus christlicher, protestantischer, biblischer Perspektive. Alle vier argumentieren also aus biblischer Sicht. Was soll ich nun sagen, wie ich aus christlicher Perspektive unsere Wirtschaftsordnung, die soziale Marktwirtschaft heißt, beurteilen soll? Denn auch der Begriff soziale Marktwirtschaft ist unter Insidern sehr umstritten. In der Öffentlichkeit wird die gegenwärtige Wirtschaftsordnung als soziale Marktwirtschaft bezeichnet. Aber die Leute, die darüber nachdenken, wissen, dass wir das gar nicht haben. Die ordoliberalen Vorstellungen in der Wirtschaftspolitik sind kaum noch zu beobachten. Beliebt ist ja die Charakterisierung der sozialen Marktwirtschaft von Wöhler Armack, dem langjährigen Staatssekretär von Ludwig Erhard, der die soziale Marktwirtschaft als irenische Formel, als Friedensformel bezeichnet, die also einen Weg hat zwischen Sozialismus und Liberalismus. Man stritt damals nach dem Zweiten Weltkrieg die liberale Lösung, wollen wir es so wie Amerika machen, oder haben wir die soziale Lösung, Richtung kommunistische Lösung? Und da sollte gerade das ein Kompromiss sein. Aber das Adjektiv sozial hat die marktwirtschaftliche Ordnung äußerst attraktiv gemacht. Gleichzeitig wurde es die Achillesferse der sozialen Marktwirtschaft, weil man unter sozial oft sozialistische Maßnahmen verstand und die Konzeption einer Wettbewerbsordnung aus ordoliberaler Sicht, sodass die Ordnung im Mittelpunkt steht, so ähnlich wie Stefan das schon in seinem Vortrag mit gesagt hat, dass diese Ordnung immer mehr verwässert wurde. Vielleicht soll ich noch eine kleine historische Bemerkung anfügen. Die ordoliberale Schule ist wesentlich von christlichem Menschenbild geprägt worden. In der Schrift Die Stunde Null, herausgegeben davon von Thielicke, haben Bonhoeffer mitgearbeitet. Verschiedene Christen haben an dieser Konzeption, wie wirtschaftlich Deutschland sich nach dem verlorenen Weltkrieg entwickeln sollte, mitgearbeitet. Und diese Konzeption sollte ja von Bonhoeffer, der vorher umgebracht worden ist von den Nazis, sollte auf einer ersten ökonomischen Weltkonferenz in Amsterdam vorgestellt werden. Da waren also Theologen, Juristen und Ökonomen beteiligt, die alle der bekennenden Kirche nahestanden. Ich sagte schon, Thielicke und Bonhoeffer, aber auch Walter Eucken, Konrad von Dietze, Franz Böhm, das sind alle
es bekannte Ökonomen, die in der gleichen Kirchengemeinde, die damals zur bekennenden Kirche gehörte, tätig waren. Die also ihre Besprechungen auch immer anfingen mit einem Gebet und mit dem Losungsbuch, also mit den Losungen, die vorgelesen wurden. Also kann man sagen, dass die soziale Marktwirtschaft, diese Konzeption aus christlicher Verantwortung entworfen worden ist, den christlichen Vorstellungen entsprechen sollte. Als nächstes möchte ich zuerst einige Kriterien der sozialen Marktwirtschaft nennen und dann will ich einige wichtige Aussagen, die meines Erachtens zum biblisch-christlichen Menschenbild gehören, nennen und zum Abschluss dann überprüfen, ob die soziale Marktwirtschaft der Sicht des christlichen Menschenbilds genügt. Also erstens, zweitens, einige Grundprinzipien der sozialen Marktwirtschaft. Der Begriff der sozialen Marktwirtschaft, das wurde deutlich, ist ja eng mit Professor Müller-Amark, damals Münster, und Ludwig Erhard, Nürnberg, verknüpft. Er hatte ein Buch geschrieben, Müller-Amark Wirtschaftslenkung und Marktwirtschaft aus dem Jahre 1946. Und da wird zum ersten Mal der Begriff soziale Marktwirtschaft in die öffentliche Diskussion eingebracht. Die Durchsetzung der wesentlichen Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft und die Entwicklung der Gesamtkonzeption war dann eine Leistung von Ludwig Erhard. Auch Müller-Amark hat die Ludwig Erhard zugeschrieben. Und die Ordoliberalen, also Eucken und die da mit der Stunde Null, die waren am Anfang gar nicht so begeistert, weil das doch schon wieder etwas verwässerter war. Als Beginn der sozialen Marktwirtschaft kann man die Rede Ludwig Erhards vor der 14. Vollversammlung des Wirtschaftsrats des Vereinigten Wirtschaftsgebietes am 21. April 1948 in Frankfurt bezeichnen. Da wurden ja die Bizone und die Trizone wurden zusammengebracht, die französische, amerikanische und britische Besatzungszone. Und man hat versucht, einen Wirtschaftsraum da zu machen. Und im März 1948 wurde Ludwig Erhard der Direktor der Verwaltung für die Wirtschaft des Vereinigten Wirtschaftsgebietes und hat dort sein Konzept vorgestellt und auch durchsetzen können. Übrigens war das eine glückliche Fügung, denn vorher war ein CSU-Mann der Leiter des Wirtschaftsrates, dieser Trizone. Der hat aber in einer Rede die Amerikaner beleidigt, denn wir bekamen damals Nahrungsmittelhilfe, unter anderem auch Mais. Mais ist ja, was man in Amerika so isst. Und in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg war Mais ja Hühnerfutter. Und die Deutschen waren gar nicht dankbar für das Mais. Und dann hat er das versucht zu erklären, hat gesagt, Mais sieht man nicht als Nahrung für Menschen an, sondern mehr als Hühnerfutter. Und das wurde übersetzt dann als Chicken Feed. Und das fanden die Amerikaner beleidigend. Da musste er zurücktreten. Und dann kam Ludwig Erhard an die Stelle. Der wurde dann also der Wirtschaftsdirektor. Und dann wurde ja auch kurz darauf die soziale Marktwirtschaft eingeführt, nachdem ein amerikanischer junger 25-jähriger Leutnant die D-Mark erfunden hat. Das ist auch keine deutsche Erfindung, sondern ein Tienenbaum, ein amerikanischer, polnischer Jude, hat uns sozusagen die D-Mark entworfen. Aber das war nur eine historische Bemerkung, wie glücklich wir waren, dass wir so in die soziale Marktwirtschaft hineingestoßen worden sind. Bekannt ist die Definition von Müller-Amark: Soziale Marktwirtschaft ist überall dort, wo man sich den Kräften des Marktes anvertraut und versucht, alle vom Staat, von den sozialen Gruppen anzustrebenden Ziele in den Doppelaspekt einer freien Ordnung und einer sozial gerechten und gesellschaftlich humanen Lebensordnung zu verwirklichen. Also als Leitbild der sozialen Marktwirtschaft dient also eine freie Gesellschaft mit freiem Wettbewerb, in welcher soziale Aspekte nicht vernachlässigt werden dürfen. Erhard hat den Begriff soziale Marktwirtschaft nicht von Anfang an benutzt. Er hat am Anfang von liberalen Sozialismus oder die beiden Wörter zusammengefasst. Es ist ein Kompromiss zwischen diesen beiden, aber das soziale Marktwirtschaft hat dann das Wort hat er hinterher von Müller-Amark übernommen.
Wettbewerb ist nach Ludwig Erhard selbst Leitbild seiner Gesellschaftsordnung, wobei die sozialen Probleme nicht durch den Wettbewerb verursacht werden. Das hört man ja heute immer wieder. Viele soziale Probleme entstehen aus dem Wettbewerb. Nein, sagte Erhard, das stimmt nicht, sondern wenn aus sozialen Gründen der Wettbewerb beschränkt würde, dann würden die sozialen Probleme verschärft. Der Erhardschen Betrachtungsweise liegt ein komplexes Leitbild zugrunde. Er weiß, dass die Praxis nicht so funktioniert, wie im theoretischen Modell vorgegeben. Zum Funktionieren seiner sozialen Marktwirtschaft gehört insbesondere Wohlstand für alle. Sie ist eine Voraussetzung für das Funktionieren einer Wirtschaft mit gesellschaftlicher Arbeitsteilung und freiwilligem Tausch. Und wesentlich war für ihn Vollbeschäftigung. Vollbeschäftigung ist ein wesentliches Ziel seiner sozialen Marktwirtschaft. Die Erhardsche Konzeption zeichnet sich als Leitbild somit durch gleichberechtigt miteinander verbundene Elemente aus. Durch die marktwirtschaftliche Ordnung, durch Wohlstand für alle, also auch eine Verteilungsfrage, und durch Vollbeschäftigung. Das Ergebnis der sozialen Marktwirtschaft, so Ludwig Erhard, lässt sich durch die Eingriffe des Staates nicht verbessern. Kurz zusammenfassend kann ich sagen, die soziale Marktwirtschaft unterstellt einen Leistungswettbewerb der Anbieter und unterstreicht dabei die Konsumentensouveränität, Freiheit und Selbstverantwortung der einzelnen Bürger. Zweitens, die soziale Marktwirtschaft weist dem Staat eine soziale Verantwortung für den Einzelnen zu. Sozialstaatsprinzip. Menschen, die durch ihre eigene Leistung in der Wettbewerbsgesellschaft nicht in der Lage sind, ein zufriedenstellendes Einkommen zu erzielen, werden von der Gemeinschaft unterstützt. Sozialhilfe. Also soziale Gerechtigkeit ist auch ein wichtiges Gestaltungskriterium. Und drittens, die soziale Marktwirtschaft benötigt philosophisch gesehen eine bestimmte Minimalmoral. Ohne dieses ist ein gemeinsames gesellschaftliches Handeln kaum langfristig möglich. Bekanntlich bieten ja solche Werte einer Volksgemeinschaft eine Grundlage für eine Staatenbildung. Jetzt aber Gedanken zum christlichen Menschenbild. In theologisch-philosophischen Erörterungen zur Gestaltung der Wirtschafts- und Sozialpolitik werden die Prinzipien der Personalität, also der Einzelne ist wichtig, der Solidarität, ich muss mich auch um den anderen solidarisch kümmern, und der Subsidiarität erwähnt. Wichtig ist dabei die Subsidiarität, denn die Subsidiarität bestimmt, wann der Einzelne selbst ein Problem lösen muss oder wann ich solidarisch sein muss. Bekannt geworden ist die Subsidiarität durch eine Enzyklika aus dem Jahre 1931 von Quadragesimo Anno, wo dargestellt wird, dass es eine Hierarchie gibt von Zuständigkeiten. Zuerst ist der Mensch für sich selber zuständig. Wenn er aber ein Problem nicht lösen kann, ist die nächsthöhere Gemeinschaft, also die Familie, zuständig. Und wenn die Familie das auch nicht kann, ist der Clan zuständig, das Land und so weiter. Zum Schluss ist die Welt für alles zuständig. Also es gibt eine Hierarchie der Zuständigkeiten. Das auch ins Juristische reingenommen wurde, wenn ich ein Feuerwehrhaus baue, muss ich nicht in Brüssel nachfragen, sondern das macht jede Gemeinde für sich. Geht es aber, sagen wir, um wirtschaftspolitische Fragen, dann ist es gut, dass man eine, oder um Fragen der Währung, ist es gut, dass man eine größere Einheit hat. Ich möchte einige wenige biblizistische Punkte nennen, um das Problem des Menschenbildes aufzuzeigen. Erstens unterstelle ich der selbstverantwortliche Mensch. Das ist wohl deutlich aus der Personalität. Der Mensch ist als Ebenbild Gottes geschaffen. Was auf den ersten Seiten des Alten Testaments berichtet wird und beispielsweise aus dem Schöpfungsbericht, 1. Mose 1, hergeleitet werden kann. Dort heißt es, und Gott sprach, lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alle Tiere des Feldes und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf ihn als Mann und als Luther Weib, oder heute wird da wahrscheinlich Frau stehen. Ich und Isha
Ein Kapitel weiter heißt es dann, und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Aus der Ebenbildlichkeit Gottes und durch den Gestaltungsauftrag wird der Mensch Mitschöpfer, Teilhaber an der Weiterschöpfung Gottes auf dieser Erde. Der Mensch ist schöpferisch, freiheitlich tätig und muss dafür auch die Verantwortung übernehmen. Der Mensch wird nicht als Automat oder als Marionette Gottes dargestellt, sondern als ein Partner Gottes wurde er erschaffen. Daraus lässt sich unzweifelhaft ableiten, dass der Mensch zur Freiheit berufen ist. Er handelt eigenverantwortlich. Und das in der Wettbewerbsgesellschaft unterstellte Prinzip der Freiheit und Eigenverantwortlichkeit des Menschen findet hier eine biblische Entsprechung. Der Mensch hat sie aber gegenüber seinem Schöpfer aufgelehnt und neben seiner Ebenbildlichkeit zu Gott ist dadurch auch ein Sünder in der gefallenen Menschheit geworden. Die biblische Anthropologie wird also im 1. Mose 3 dargestellt und der Mensch hat durch den Sündenfall die ursprüngliche Schöpfungsordnung zerstört. Dadurch kommt der Mensch in Widerspruch zu sich selbst, sowohl als Person wie als Gesellschaft. Nach dem Sündenfall kommt also, lateinisch nennt man das Corruptio, also man sagt die Korruption, die Deformation seines Wesens, was sich in Leid, Krankheit, Sterblichkeit und jetzt aus ökonomischer Sicht in Güterknappheit auswirkt. Im Paradies gab es keine Güterknappheit, später im Paradies wird es keine Güterknappheit geben, da braucht man leider keine Ökonomen, muss ich mich umsatteln lassen. Aber Güterknappheit, das ist sozusagen das Typische dieser Welt. Hierdurch bekommt dann die Arbeit eine negative Komponente. Sie ist nicht nur Freude, sondern wird von Gottes Fluch getroffen. Wir haben im ersten Vortrag kurz darüber gesprochen. Arbeit wird nun Mühsal. Der Mensch muss sich in einer Welt mit Güterknappheiten und Widrigkeiten zurechtfinden. Die Tätigkeit des Menschen bleibt der Raum der Freiheit, wobei seine Sündhaftigkeit ihn verletzbar macht und die Früchte seiner Arbeit unter einem Fluch liegen, sodass das menschliche Handeln auch doppelbürdig, ambivalent wird. Das Zweite ist der gefährdete Mensch. Aus dem Sündenfall folgt seine Gefährdung. Die Gefährdung geschieht anfänglich durch den eigenen Bruder. Denken wir an Kains Brudermord. Der Mensch handelt fehlerhaft, wird schuldig und ist nicht immer in der Lage, sich durch seine Arbeit seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Die Barmherzigkeit Gottes zeigt sich aber schon im Schöpfungsbericht. Der Mensch wird nach dem Sündenfall, wo er erkennt, dass er nackt ist, ihm wird von Gott aus Fellen Kleider hergestellt. Gott kleidet ihn, aber um die Kleidung herzustellen, mussten Tiere sterben. Man könnte ja theologisch sagen, zur Kleidung des Menschen mussten damals Tiere sterben. Das Alte Testament kennt also den tierischen Versöhnungskult. Durch den Tod eines Tieres wurde gesühnt und natürlich im Neuen Testament durch den Tod Christi am Kreuz und durch sein Ende hat der Mensch ein Versöhnungsangebot von Gott erhalten, das ihm unterbreitet wird. Aber nicht nur Gott ist barmherzig. Der Volksgenosse soll seinem Nächsten gegenüber auch, nämlich den im Lande lebenden und auch den im Lande lebenden Fremden, den Fremden, die aber Gott anerkennen, steht ein Wort, das also darauf hinweist, was man heute Proselyten nennt, soll denen gegenüber barmherzig sein. Das Alte Testament ist also voll von Maßnahmen zum Schutz der Armen. Und die Bibel ist realistisch genug und weiß von der Unterjochung der Armen und der sozialen Ungerechtigkeiten. Die Propheten klagen die Eliten wegen ihrer katastrophalen Wirtschaftspolitik an. Gott muss gebieten, dass dem Tagelöhner spätestens abends sein Lohn ausbezahlt wird, weil er davon lebt. Und der Pfandleiher muss für die Nacht dem Armen seinen Mantel zurückgeben. Und am nächsten Morgen muss er den Mantel wieder dem Pfandleiher zurückgeben. Gott will nicht, dass der erfriert, nur weil er seinen Mantel hat abgeben müssen. Die Sozialpolitik Gottes wird insbesondere am Erlassjahr und auch am Halljahr oder Jubeljahr deutlich. Alle selbstschuldnerischen Bürgschaften erlöschen jedes siebte Jahr. Nimmt ein Volksgenosse einen Kredit auf,
muss er ihn im Erlass ja erlassen werden. Gott will nicht, dass arme Menschen in eine Armutsfalle geraten. Aus dem Teufelskreis der Verschuldung muss er, so die Sicht des Alten Testamentes, befreit werden. Die Bibel geht sogar noch einen Schritt weiter. Alle 7 Erlassjahre, also nach dem 49., im 50. Jahr, wird die ursprüngliche Vermögensverteilung im alten Israel wiederhergestellt. Land bleibt immer im Stammes- oder Familienbesitz. Hat aus welchen Gründen auch immer jemand sein Land verkaufen müssen, verkaufte nur eine Anzahl Ernten bis zum Halbjahr. Außerdem gab es bestimmte Verpflichtungen des sogenannten Lösers, dass man verkauftes Land wieder erlösen kann. Die schöne Geschichte von Ruth kennen wir ja und von Boas, nicht wie Boas dann das Land erlöst hat für die Ruth. Daraus können wir schlussfolgern, dass Gott nicht will, dass der Mensch sozial abhängig ist. Er soll Eigentum haben und mit Hilfe dieser Produktionsmittel seinen Lebensunterhalt finanzieren können. Der Mensch soll nicht als Bettler oder Almosenempfänger und damit als Schmarotzer leben müssen. Die Armenfürsorge war zur Zeit des Alten Testaments schon stark verbreitet, wobei die Familiensolidarität, das Wort heißt Chesed, also was man oft mit Gnade oder so übersetzt, eine große Rolle spielt. Die Armen, es wurde schon bei deinem Vortrag genannt, hatten das Recht auf Nachlese bei der Ernte und bei der schönen Geschichte von Rutten. Ich hatte der Boas ja seinen Leuten gesagt, lass mal ein bisschen mehr für die Rutten übrig, dass sie da so ein bisschen mehr von den Resten hinterher aufsammeln kann. Auch das Zinsverbot gegenüber den Volksgenossen, den Ausländern konnte man Zinsen nehmen, kann als Aspekt der Armenfürsorge verstanden werden. Auch das Neue Testament ist voll mit Gedanken der Fürsorge für Arme. Christen waren verpflichtet, Arme zu unterstützen. Allerdings wurde keine Ursachenanalyse durchgeführt, wieso es zur Armut kommt. Also viele Bibelstellen könnte ich angeben, aber ich glaube, die Zeit spare ich mir. Jetzt brauche ich endlich biblische Bewertungskriterien. Ich muss das ja alles bewerten. Einige davon. Erstens die Sündhaftigkeit des Menschen. Die Bibel geht von der Sündhaftigkeit des Menschen aus. Als ich junger Professor in Mainz wurde, überraschten mich plötzlich Studenten, christliche Studenten von der SMD, die sagten, ich sollte so eine Porter-Studie mal machen, ob ein Christ Sozialist sein sollte oder ob er für Marktwirtschaft sein sollte. Ich war aber eigentlich ein mathematischer Ökonom, sowas habe ich noch gar nicht durchgedacht, habe gesagt, gib mir ein Jahr Zeit, ich denke darüber nach. Und da habe ich gemerkt, bin ich auf die Idee gekommen, dass der Sozialismus hervorragend für Engel geeignet ist. Wenn alle das tun, das ist hervorragend. Der Sozialismus ist für Engel da, aber wehe, einer ist kein Engel, funktioniert nicht mehr. Und habe gesagt, die Marktwirtschaft, die funktioniert mit Sündern. Und da ich der Meinung bin, der Mensch ist ein Sünder, ist wahrscheinlich die marktwirtschaftliche Ordnung besser als der Sozialismus, weil wir nicht alle Engel sind. Im Paradies sind wir von nicht alle Sozialisten, da gibt es keine Knappheit, da gibt es auch keine schlechten Menschen mehr. Also wir müssen ausgehen von der Sündhaftigkeit des Menschen. Das heißt schon im 1. Mose 8, das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Eine funktionsfähige Wirtschaftsordnung muss aus diesem Grundtatbestand der Menschheit eingehen, dazu Rechnung tragen. Kollektivistische Wirtschaftsordnungen sind an dieser Nichtbeachtung gescheitert, da sie immer den guten Menschen voraussetzen, quasi für Engel konzipiert waren und keinen Schutzmechanismus gegenüber menschliches Fehlverhalten enthielten. Ich habe immer manchmal zu Politikern gesagt, Leute, macht Gesetze für schlechte Menschen. Wenn ihr ein Gesetz macht, gibt sofort irgendeinem Steuerberater und fragt, wie würdet ihr das hintergehen? Dann könntet ihr einfach Gesetze machen, die irgendwie fester sind, juristisch sauberer sind. Man darf nicht vom guten Menschen ausgehen, wenn er helfen muss. Nein, man muss immer vom Sünder ausgehen, der das irgendwie hintergehen will. Also auch die Sozialgesetzgebung, die zu stark vom guten Menschen ausgeht, müsste berücksichtigen, dass der Mensch sündhaftig ist. Bei der Ausgestaltung gesetzlicher Regeln wird zu wenig darauf geachtet, dass der Mensch diese entgegen der Zielsetzung ausnützen könnte. Die deutsche Sozialgesetzgebung hat
Tor und Tür für die ausbeutende Gesellschaft geöffnet und damit die Eigenverantwortung und Selbstständigkeit abgeschwächt. Die soziale Marktwirtschaft betont die Wichtigkeit eines funktionierenden Wettbewerbs als Disziplinierungs- und Entmachtungsinstrument. Wer sich auf dem Markt behaufen will, muss Leistungen erbringen, muss sich mit Konkurrenten messen und mit Marktpartnern auch kooperieren. Der Wettbewerbsmechanismus der sozialen Marktwirtschaft berücksichtigt damit den Sündenfall des Menschen. Bürger, deren Ziele persönlicher Reichtum sind, ein Aspekt, den man in die Wahl fragen kann, darf man reich werden, ne? Haben wir vorhin in deinem Vortrag davon gehört. Das kann ich von Staats wegen nicht verbieten. Aber der kann seine Wünsche nur durchsetzen, wenn er besonders gute Leistungen für seine Mitbürger erbringt. Und dadurch steigt der Wohlstand der Allgemeinheit an. Also sein individualethisch zu kritisierendes Motiv, ich will reich werden, wäre aus sozialethischer Sicht für die Gesellschaft sehr positiv, denn dadurch werden viele Güter hergestellt und Einkommen wird erworben. Damit kann ich also die Sündhaftigkeit des Menschen ein wenig korrigieren. Zweitens, Barmherzigkeit, Nächstenliebe und soziale Gerechtigkeit. Gott stellt sich als barmherziger Gott dar. Zurückgreifend auf die geschichtlichen Erfahrungen Israels wird der Arme dem Schutz der Gemeinschaft anbefohlen. Die theologische Begründung dafür lautet, dass die Israeliten durch Gottes Eingreifen aus der ägyptischen Sklaverei befreit wurden und ihnen das Land Kanaan von Gott zum Lehen gegeben wurde. Gott bleibt der Eigentümer. Von da aus kann sich auch die Regelung des Heiljahrs erklären. Gott bleibt der Eigentümer, der Mensch ist nur Besitzer. Diese Gedanken der Barmherzigkeit und Nächstenliebe und sozialen Verantwortung werden auch in der sozialen Marktwirtschaft aufgegriffen. Neben dem Pfeiler des Wettbewerbs gibt es auch den der sozialen Sicherung, der sozialen Gerechtigkeit. Sozialhilfen sind in westlichen Gesellschaften Transfers, also Geschenke, die nicht zurückgezahlt werden müssen. Im Grunde genommen entspricht das den theologischen Vorstellungen des Alassias. Ja, ich kriege meine Hilfen zum Lebensunterhalt und muss die nicht zurückzahlen. Ich muss keine Schulden machen. Nächster Punkt, Menschenwürde und Eigenverantwortung. Als Ebenbild Gottes hat der Mensch einen hohen Adel. Ich hatte schon darauf hingewiesen, dass der Mensch Mitarbeiter Gottes an der Weiterschöpfung der Welt wird. Für Ludwig Erhard war die Vollbeschäftigungspolitik ein entscheidender Faktor der Sozialpolitik. Der Mensch hat nicht nur eine Pflicht, sondern auch ein Recht auf Arbeit. Das heißt, staatliche Instanzen sollen keine Hindernisse einbauen, wie es heutzutage oft durch Bürokratisierung der Arbeitsmärkte der Fall ist. Einzel- und Gruppeninteressen erhalten heute leider gegenüber dem Gemeinwohl oft den Vorzug. Die Berufung auf die Menschenwürde dient der Abwehr staatlicher und gesellschaftlicher Übergriffe auf den Einzelnen und betont damit das Individuelle. Während sich die Würde des Menschen in römisch-katholischer Deutung mittels der menschlichen Vernunft und des Gewissens manifestiert, lehnt die lutherische Deutung die Autonomie der Vernunft und des sittlichen Gewissens ab. Der Mensch bedarf der göttlichen Gnade, da alle Bereiche des Menschen von der Sünde durchdrungen sind, also auch sein Verstand. Die Menschenwürde wird von Karl Barth christologisch als Folge der Versöhnung Gottes durch Jesus Christus mit dieser Welt begründet. Diese Würde des Menschen wird nicht nur als Herrschaft über die Schöpfung verstanden, sondern zeigt sich auch in einem verantwortlichen Handeln. Auch die Konzeption der sozialen Marktwirtschaft bestätigt die Eigenverantwortung und Würde des Menschen, der als sittliches Wesen voll verantwortlich am wirtschaftlichen Leben teilhat. Unter den gegebenen Rahmenbedingungen kann er mit seinen Ressourcen schalten und walten, wie er will. Er muss aber auch das Risiko für seine Handlungen übernehmen, höhere Gewinne oder auch eventuell Verluste. Vermögen schaffen dem Menschen Unabhängigkeit gegenüber staatlichen Stellen und sichern damit auch seine Freiheit. In den 10. Geboten heißt es, du sollst nicht stehlen. Auch die soziale Marktwirtschaft betont den Schutz des Eigentums.
Dieser Schutz des Eigentums sowie das Prinzip, für eigene Entscheidungen die Verantwortung zu übernehmen, unterstützen die Eigenverantwortung und Würde des Menschen. Theologisch wird das Prinzip der Haushalterschaft, hattest du ja schon genannt, angesprochen. Wer unüberlegt Ressourcen einsetzt, wird mit ihrem Verlust bestraft. Die Konzeption der sozialen Marktwirtschaft honoriert ökonomisches Verhalten und entspricht damit dem Prinzip der guten Haushalterschaft. Nächster Punkt, neben biblischen Aspekten, Segen und Wohlstand. Das Ziel Gottes ist menschlicher Wohlstand. 5. Mose heißt es, Kapitel 15, es soll überhaupt kein Armer unter euch sein, denn der Herr wird dich segnen im Land, das dir der Herr, dein Gott, zum Erbe geben wird, wenn du nur der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchst und alle diese Gebote hältst, die ich dir heute gebiete, dass du danach tust. Gott scheint einen Mittelstand für alle anzustreben, ähnlich dem Slogan von Ludwig Erhard, Wohlstand für alle. In Micha 4,4 heißt es, ein jeder unter seinem Weinstock und unter seinem Feigenbaum. Findet man auch im 1. Könige 1,5. Die Bibel betont die Bedeutung des Segens. Die geschichtliche Erfahrung zeigt, dass auch die Konzeption der sozialen Marktwirtschaft zur Grundbefriedigung armer Mitbürger in einem hohen Maße beitrug. Kein Deutscher muss hungern, das soziale Netz ist weit und relativ sicher gespannt. Somit lässt sich auch von einem Segen sprechen, der auf dieser Wirtschaftsordnung liegt. Allerdings ist dieser verheißene alttestamentliche Segen an den Bundesgehorsam Israels geknüpft. Und Reichtum darf nicht an Gottes Stelle im Leben des Menschen treten. Der reiche Jüngling folgt Jesus nicht nach, da er viele Güter hatte, an denen er hing. Und daraufhin erklärt Jesus ja, ein Reicher wird schwer ins Himmelreich kommen. Paulus spricht, wir sollten uns so verhalten, als hätten wir nicht, 1. Korinther 7, 29. Dennoch möchte auch Jesus, dass wir das Leben und volle Genüge haben, Johannes 10, Vers 11. Dabei soll der Mensch über die Gabe nicht den Geber vergessen und dem Reichtum dienen. Der Mensch ist nach biblischer Sicht kein Einzelgänger. Er benötigt den Mitmenschen. Das Prinzip der Arbeitsteilung der sozialen Marktwirtschaft erfüllt durch ihren wettbewerblichen Teil dieses biblische Prinzip. Paulus bestätigt, dass die Kirche einem Körper vergleichbar ist, bei dem viele Organe eigene Funktionen haben und für den Erhalt des Ganzen notwendig sind. So sind auch in einer Gesellschaft durch die Arbeitsteile viele Funktionen auf die einzelnen Mitglieder verteilt. So wie der Körper leidet, wenn ein Körper leidet und nicht funktionstüchtig ist, leidet auch die Gesellschaft, wenn in einem gesellschaftlichen Bereich die Aufgabe nicht in rechter Weise erfüllt wird. Einige letzte Punkte jetzt. Ethische Kritik an der sozialen Marktwirtschaft. Ich bin schon ein bisschen älter. Als ich studierte, waren sie alle gegen die soziale Marktwirtschaft. Man war so alle für den Sozialismus und insbesondere in der Diskussion am Anfang sind so einige Punkte vorgetragen worden. Das Vorhandensein von Privateigentum, das heute schon angesprochene Gewinnstreben, wird in der Marktwirtschaft kritisiert, wobei oft der Vorwurf des Egoismus erhoben wird. Da will ich noch auf drei Kritikpunkte einsteigen. Übrigens habe ich mal einen Vortrag halten müssen, hat die Ludwig Erhard Gesellschaft mal zwei Theologen, einen katholischen Protestanten und zwei Ökonomen, ein Volkswirt und ich war der, ein Volkswirt und ein Betriebswirt eingeladen, zum Markt Stellung zu nehmen. Es war ganz lustig. Zum Glück war der Theologe, der evangelische Theologe vor mir dran und hat dafür plädiert, dass wir doch den Nächsten sehen müssen. Nicht immer Wettbewerb. Nein, wir müssen aus Liebe wirtschaftlich handeln. Dann war ich zum Glück anschließend dran und habe gesagt, Unsinn, wer wird aus Liebe einen, den er überhaupt nicht mag, Güter herstellen? Wir müssen schon irgendwie ein Konzept haben, wenn die Liebe nicht mehr ausreicht. Und ich war einmal in einer eingeladen so für eine Synode von den Bischöfen da. Und dann haben die auch, da sind die Ökonomen, haben geschimpft, alles Wettbewerb. Ich sage, was soll die Firma machen? Sollen sie Gewinnwirtschaft oder sollen sie Verlust machen? Wenn sie Verlust machen, geht sie pleite, sind die Arbeitsplätze verloren. Sagen Sie mir eine Alternative zur Gewinnerzielung. Da waren die Bischöfe alle mal sprachlos und naja, wir hatten noch viele Gespräche. Also drei Kritikpunkte. Erstens die Kritik am Wettbewerb.
sollten Wirtschaftsbeziehungen wirklich nach dem Konkurrenzprinzip oder nach dem biblischen Prinzip, heißt es, der Nächstenliebe geordnet werden? Hohmann würde sagen, Wettbewerb ist Nächstenliebe. Ne? Aber ich bin nicht ein Hohmann-Schüler, also keine Sorge, aber da hat er wohl ein bisschen mehr Recht. Theologen sprechen sich häufig dafür aus, dass es Gottes Wunsch sei, dass der Mensch nach dem Prinzip der Nächstenliebe auch die marktwirtschaftlichen Beziehungen ordnet. Das stimmt aber nicht. Eigennutz bedeutet in der sozialen Marktwirtschaft Eigenverantwortung. Die empirische Erfahrung zeigt, dass es einem Menschen gut tut, mit anderen im Wettbewerb zu stehen, weil sich hierdurch die Leistungsfähigkeit und Leistungswilligkeit erhöht. Wettbewerb bringt mich doch auch erst auf den richtigen Adrenalinspiegel. Überall, wo es keinen Wettbewerb gibt, stagniert die Gesellschaft. Ist es langweilig? Jedoch muss der Wettbewerb nach fairen Regeln gestaltet werden. Wettbewerb gehört zum Wesen des Menschen. Die Bibel ist voll, wo sie auf Wettbewerb, Olympische Spiele und sowas hinweist. Die Sowjetunion war ja wirtschaftlich nicht leistungsfähig, weil sie keinen Wettbewerb hatte. In zwei Bereichen war sie leistungsfähig, beim Militär und bei den Olympischen Spielen, weil sie da den Wettbewerb angenommen hatten. Ja? Und wenn ich immer nur mit meinen Enkeln einen Wettlauf mache, den ich noch gewinne, werde ich nie wettbewerbsfähig. Aber wenn ich mit besseren Wettkampf mache, dann steige auch meine Leistungsfähigkeit. Also Wettbewerb ist wesentlich für einen Menschen. Markt und Wettbewerb sind nicht Ziel, sondern nur Mittel zur Erreichung der Wohlfahrt eines Landes. Also nicht das Ziel, sondern ein Mittel. Und das entspricht auch göttlichem Willen. Christen sind theologisch gesehen Pilger auf dieser Erde. Sie sind nicht von dieser Welt, sondern leben in dieser Welt und haben auch hier in einer Wettbewerbsgesellschaft sich zu bewähren. Markt und Freiheit haben die Kreativität beflügelt. Die menschliche Fantasieentfaltung entspricht dem Wunsche Gottes. Man muss sich ja nur einmal die Natur ansehen und dann kann man staunen über Gottes Fantasie. Also wenn ich manchmal die Viecher angucke, so im Aquarium oder so, also die unmöglichen Dinger, die Gott sich hat einfallen lassen. Und wir haben Leute gesagt, kein Blatt am Baum ähnelt dem anderen. Also Gott ist so fantasiebegabt und will Unterschied. Der will nicht eine Gleichförmigkeit, Gott will Wettbewerb und hat dem Menschen auch diese Kreativität gegeben und diese wird durch den Wettbewerb beflügelt. Eine theologische Bemerkung möchte ich noch anfügen. Es überrascht die Demut des marktwirtschaftlichen Ansatzes. Ich sage es nochmal, ich habe es wirklich so gemeint. Die Demut des marktwirtschaftlichen Ansatzes. Wohlstand für eine Gesellschaft gibt es in einer Gemeinschaft der Sünder nur über das Eigeninteresse. Nicht das großartige, ehrenvolle, selbstlose Heldenverhalten bringt Wohlstand. Und nicht die schafft kreative Energie, sondern das philosophisch verachtete und unscheinbare, nämlich das Eigeninteresse, was die Philosophen ja ablehnen, das kann gesellschaftlich transformiert werden durch den Wettbewerb. Kaum ein Philosoph hätte gedacht, dass hier die Juwelen der marktwirtschaftlichen Entwicklung liegen. Das haben die Philosophen abgelehnt. Deshalb der Demut des Ansatzes spricht für die soziale Marktwirtschaft. Nächster Kritikpunkt, Kritik am Eigentum. Privateigentum, naja, privat, wissen Sie, kommt vom Privare, das heißt berauben. Alles, was ich privat besitze, erlaube ich ja keinem anderen. Es ist den anderen beraubt worden. Proudhon hat er vielleicht recht, wenn er sagt, la propriété c'est le vol, Eigentum ist Diebstahl. Er hat übrigens auch gesagt, la propriété c'est la volonté, also dass das Eigentum auch Sicherheit schenkt. Der Ökonom wird an das Beispiel der Allmende erinnert und kennt die negativen Folgen von Nichteigentum. Wenn einem etwas nicht gehört, kümmert man sich nicht drum. Darf vielleicht noch erwähnen, als ich in Amerika war, es war schrecklich geregnet und da kam ein Student mit seinen dreckigen Stiefeln und legte seine Stiefel da auf dem Student Lounge, also da, wo die Studenten sitzen, auf die Sessel. Und als Wohlerzogener sage ich, hey, das macht man nicht. Da sagt er, wieso gehört dir das?
Da haben wir uns gekeppelt. Ich gesagt, stopp mal, wer macht das denn sauber? Die Unis sehen aus, man schmeißt alles hin, die Putzfrau muss das sauber machen. Da habe ich gesagt, wenn ich zu dir nach Hause komme, da, nein, da muss ich ja sauber machen. Nee, das wollte er nicht. Also wenn einer verantwortlich ist, dann handelt er verantwortlich dafür. Auch wenn das jemand anders, dann kann ich ja machen, was ich will. Die anderen müssen sauber machen. Also deshalb, Eigentum ist sehr wichtig. Außerdem schützt Eigentum den Einzelnen in seiner Freiheit gegenüber der politischen Gewalt. Die Philosophen trennen zwischen Imperium und Dominium. Imperium, da hat der Staat das Sagen. Da bin ich eine Null mit Hut. Aber im Dominium, da hat der Staat nichts zu sagen. Auch der römische Staat nicht. Das war der Herrschaftsbereich des Eigentümers. So schützt uns Eigentum vor dem Einfluss des Staates. Es ist heute gefährlich, dass wir alle rentenmäßig vom Staat abhängig sind. Ja? Wer ist noch so wohlhabend, dass er darauf verzichten kann? Dadurch verlieren wir an Freiheit. Ludwig von Mises hörte nicht auf zu betonen, dass es ohne Privateigentum auch keine Preise und damit kein verantwortliches wirtschaftliches Handeln gibt. Die gesellschaftlichen Folgen des eigenen Handels kann der Einzelne nämlich ohne Preise gar nicht abschätzen. Und der letzte Punkt, dem Markt wird eine Ethik des Egoismus vorgeworfen. Kam ja auch bei dir so ein bisschen raus. Eigeninteresse darf ich nicht mit Selbstsucht verwechseln. Der Markt erlaubt persönliche Freiheit, aber die Selbstsucht wird nicht durch die Rahmenordnung hervorgerufen. Die Selbstsucht ist eine Krankheit, die nicht durch den Wettbewerb verursacht wird, sondern die ist Folge des menschlichen Sündenfalls. Auch in Nichtmarktwirtschaften verhält sich der Mensch egoistisch. Egoistisches Handeln im Sozialismus hatte viel gravierendere Folgen als egoistisches Handeln einer marktwirtschaftlichen Ordnung. In einer funktionierenden Wettbewerbsordnung kann der Egoismus neutralisiert werden, dass man dann aus gutem Bösen schafft, nicht? Dass dann aus dem abzulehnenden Egoismus doch Wohlstand für ein Volk gerät. Der Mensch soll durch den Markt angeblich zum Materialismus verführt werden. Diese Aussage ist falsch. Von seiner sündhaften Natur aus ist der Mensch materialistisch. Die Möglichkeiten in der Marktwirtschaft sind vielleicht höher. In allen Wirtschaftsordnungen finden wir den gleichen Menschen. Das menschliche Versagen darf man nicht der marktwirtschaftlichen Ordnung zuordnen. Ebenso wird dem Markt vorgeworfen, dass er unpersönlich sei. In der Tat. Beim Kaufen und Verkaufen brauche ich keine persönlichen Sympathiebegebungen. Ich brauche nur ein paar Euro. Viele Geschäftsverbindungen haben aber auch zu persönlichen Kontakten geführt und Freundschaften zwischen Lieferanten und Kunden sind nicht unüblich. Der Markt erlaubt persönliche Beziehungen, erfordert sie aber nicht. Ich kann auch bei einem, den ich leiden kann, wenn ich ihm das Geld gebe, kriege ich meine Leistung was kaufen. Aber er funktioniert besser, wenn in der Gesellschaft ein hohes ethisches Fundament vorliegt. Fazit: Das theoretische Grobgerüst der sozialen Marktwirtschaft, insbesondere das der ordoliberalen Interpretation, wie es anfänglich war, steht nicht im Widerspruch zum biblisch-christlichen Menschenbild. Die Konzeption erlaubt dem Menschen einen freien Wirkungskreis, achtet seine freiheitliche Menschenwürde. Gleichzeitig nimmt er die menschlichen Unzulänglichkeiten und sein Scheitern in Betracht und sichert durch sozialpolitische Maßnahmen den Menschen ab. Damit steht diese Konzeption im Einklang mit alttestamentlichen Aussagen. Auch das Neue Testament steht in dieser Tradition. So schreibt der Paulus Postel an die Epheser: Der Dieb soll nicht mehr stehlen, er soll vielmehr arbeiten, mit seinen Händen das Gut erwerben, damit er imstande ist, den Notleidenden abzugeben. Die Konzeption der sozialen Marktwirtschaft berücksichtigt das Potenzial des Menschen, schützt seine Existenz bei wirtschaftlichen Gefährdungen. Ein Ausnutzen des Sozialen gehört zum Wesen des Menschen hinzu und müsste demzufolge durch die Rahmenbedingungen erschwert werden. Hast du ja schon angedeutet, Stefan. Genau hier entsprang Auseinandersetzung zwischen Ordoliberalen und Müller-Amark. Müller-Amark betonte mehr die Rolle des Staates. Die Ordoliberalen haben mehr den Vorrang für den Einzelnen gegenüber dem Staat. Ludwig Erhard führte eine mehr pragmatische Politik durch und sah die Gefahr des Wohlstandsstaates durch die Überbetonung des Sozialen in der Konzeption von Müller-Amark.
Notwendige Reformen der praktizierten sozialen Marktwirtschaft wären demzufolge im Sinne eines christlichen Menschenbildes. Jetzt danke ich Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Es gab im Chat schon gleich ein doppeltes Lob für dich, dem wir uns natürlich sehr gerne anschließen. Das eine Lob kam wegen deiner 5 Hinweise für junge Menschen. Ach so. Beeindruckend kam da zurück. Okay. Und die zweite Anmerkung jetzt wegen des Vortrags geht in die gleiche Richtung. Da steht, Sie sind so beeindruckend gut, Ihre Gedanken so klar und ausgewogen. Was sind die Schritte, um so gut zu werden wie Sie? Ganz einfach, ich bin ein Nichts. Ich bin alles, was ich habe, verdanke ich der Gnade Gottes. Ich, jetzt werde ich ein bisschen persönlich, Entschuldigung. Ich, als ich geboren wurde, galt ich als unwertes Leben, weil ich bin mit Gehirnbluten geboren worden, aus mir wird nichts. Also mein Gen ist auch nicht so ganz gut wie der anderen. Und man hat mich zum Sterben verurteilt. Und meine Eltern haben dann gesagt, wenn der sowieso sterben muss, es war Krieg, 41 bin ich geboren, können wir den nicht zu Hause zu Tode das ein bisschen leichter sterben lassen? Da kriegten sie Genehmigung, dass ich zu Hause sterben durfte und ich bin nicht gestorben. Und meine Eltern, der Ärzte haben gesagt, der wird nicht sehr alt. Also wenn er 21 erreicht hat, dann können sie Hoffnung haben, aber der stirbt wahrscheinlich vorher. Deshalb wollten meine Eltern nicht, dass ich zur Schule ging, also zum Gymnasium ging. Die hatten Angst, wenn ich mich jetzt da oben zu anstrengen, dann wups, bin ich nicht mehr da. Ich muss meine Eltern verstehen. Also ich bin ein Geschenk, dass ich leben durfte. Ich bin ein Geschenk, dass ich Abitur nachmachen durfte. Ich bin ein Geschenk, dass so oft Menschen in der richtigen Zeit mir einen Tipp gegeben haben, was ich machen sollte. Und ich beherzige immer, was Bismarck gesagt hat. Wenn eine Tür auf ist, muss man durchgehen. Und ich weiß, dass alles, was ich habe und bin, als Geschenk ist. Ich lasse es mir schenken, sage danke und muss sagen, er hat mir Großartiges geschenkt. Das ist nicht mein Verdienst. Also, wenn einer meint, das sei gut, dann soll er sich Gott ausliefern. Gott macht was noch Besseres aus ihm. Das ist ja ein Statement. Ich danke dir ganz herzlich dafür. Ich habe selber auch eine Frage, die ein bisschen in eine andere Richtung geht. Diese soziale Marktwirtschaft funktioniert ja gut in einem Land, wo man sich quasi einig ist, dass man nach dieser Wirtschaft lebt. Wie könnte sie weltweit funktionieren, wo doch so große Unterschiede zwischen Reich und Arm existieren? Wäre das überhaupt möglich? Ist das denkbar? Das ist insoweit schwierig. Man braucht, das habe ich ja gezeigt, man braucht den Staat, der die Rahmenordnung festlegt. Und wir haben diesen Staat, er kann die Rahmenordnung festlegen. Wir haben aber keinen Weltstaat. Wenn wir einen Weltstaat hätten, könnte der natürlich Regeln für eine soziale Ordnung festlegen. Da wir das nicht haben und vielleicht auch nicht wollen, dass wir dann Weltstaat haben, müssten wir also in Kooperation der einzelnen Staaten durch Freiwilligkeit sich einer solchen Wirtschaftsordnung unterstellen. Das ist vielleicht bei solchen Staaten, die ähnliche Herkunft haben wie wir, also in der westlichen Welt möglich. Aber wenn Sie dann meinetwegen Indien oder China oder arabische Staaten nehmen, ist sehr schwierig, dass Sie da sozusagen ein Fundament bekommen, weil die Voraussetzungen moralischer, ethischer Art etwas anderes sind. Also von daher ist es sehr, sehr schwierig. Schön wäre es, in der UNO könnte man ja probieren, aber Sie wissen, es geht immer Macht und Einfluss. Ich glaube nicht, dass das möglich ist. Wenn wir mal einen Einheitsstaat haben, wird es dann ein Machtstaat, also keine soziale Marktwirtschaft. Das ist es ja nach der Bibel verheißen und dann kommt erst das Ende. Also ich glaube nicht, dass es so leicht möglich wird, die soziale Marktwirtschaft weltweit einzuführen. Und das bisschen, was wir so erreicht haben, hat ja der Trump zum Beispiel kaputt gemacht, aber nicht nur Trump, sondern die Europäer haben auch da sehr viel dran abgeschnibbelt. Also die Eigeninteressen der Staaten sind so hoch, dass wohl kaum das möglich ist, nur unter einer Bedingung, das war auch bei uns jetzt so, der Verlierer muss kompensiert werden. Wenn also der Verlierer bei einem Wettbewerb kompensiert wird, dann kann er dem Wettbewerb zustimmen. Solange wir das konnten, ging es gut.
Man müsste überlegen, ob es so eine Regelung gibt, dass die Verlierer beim Wettbewerb, es gibt Gewinner und Verlierer. Die Gewinner müssen die Verlierer so stark kompensieren, dass sie zustimmen. Dann könnte man das weltweit machen, aber da müssen wir ein bisschen mehr spendenbereit sein, den anderen auch zu helfen. Danke für die Ausführung und ich denke auch an eine Weltordnung oder eine Weltwirtschaft wäre sicherlich auch zu groß gegriffen und wahrscheinlich gar nicht erstrebenswert. Das sehe ich genauso. Es ist noch eine weitere Frage da hinzugekommen. Was schützt die Freiheit des Einzelnen nachhaltig vor dem ständig wachsenden Wissen und Menschenkenntnis der Großen? Also nochmal, was schützt die Freiheit des Einzelnen nachhaltig vor dem ständig wachsenden Wissen und Menschenkenntnis der Großen? Bin ich so ganz richtig, ob ich es verstanden habe? Wir schützen uns vor den Größen, wenn ein Menschenkenntnis meint Manipulation, dann verstehe ich die Frage, dass die Großen die Menschen natürlich wissen und manipulieren wollen. Dann darf ich auf einen Rat von den 5 Punkten an den jungen Mann hinweisen, fangt an, selbstständig zu denken. Denkt selbstständig, habt Mut zur eigenen Meinung. Wenn man Mut zur eigenen Meinung hat im kleinen Kreis, dann schützt man sich auch vor Manipulation. Und ich habe Angst, dass in vielen Bereichen wir manipuliert werden. Ich will jetzt keine Beispiele nennen, weil das oft immer dann zu großen Diskussionen führt und das dauert dann zu lange. Aber wenn man Mut zur eigenen zum eigenen Nachdenken hat und Mut hat, das durchzusetzen, kann man was erreichen. Da habe ich dennoch ein Beispiel einführen, was ich mal erlebt habe. Als ich junger Professor war, hat damals Helmut Schmidt regiert und wir hatten noch Arbeitslosigkeit und man wollte ein Gesetz machen. So geht das ja, indem man erstmal so einige, dass man vorher was ausprobiert. Und es sollte ein Investitionsrat gebildet werden. Und sobald die Arbeitslosigkeit zu hoch ist, würden die einzelnen Firmen von dieser staatlichen Organisation gezwungen, ihr müsst jetzt investieren, auch wenn sie es nicht wollten, ihr müsst investieren. Und dann steigt ja die Nachfrage und dann kommen wir wieder aus der Krise heraus. Und da sind 40 Wissenschaftler eingeladen worden. Und weil ich damals in der Fiskalpolitik ein bisschen bekannt war, war ich auch Mitglied dieser 40. Und ein Professor Zinn aus Aachen hielt dann, das war in Bonn damals noch, einen Vortrag, dass das so wichtig ist, wenn die armen Leute leiden darunter. Der Staat muss also den Funktionär, diesen reichen Kapitalisten vorschreiben, jetzt müsst ihr investieren. Und dann sollten wir in 8 Kleingruppen zu je 5 auseinandergehen. Da habe ich den Antrag gestellt, ich beantrage bei solchen verrückten Ideen, beantrage ich Plenumdiskussion. Ich wurde fertig gemacht. Ich war plötzlich rechtsradikal und ich weiß nicht, was ich alles war. Ich kriege da noch einen Kopf. Zum Glück bin ich schon so klein, das hat nicht mehr viel ausgemacht. Auf jeden Fall haben die da alle auf mich losgeschimpft und ich habe gesagt, ich bin Demokrat, ich bitte nur um Abstimmung. Nein, da steht, und dann hat sich eine Dame aus Wien gemeldet und sagte, wir können ja mal abstimmen. Und dann kam einer aus Kiel und sagte, wir können ja mal abstimmen, dann ist die endlich vorbei, die Diskussion. Und dann hat man abgestimmt. Das Ergebnis war 32-8. 8, das war das Vorbereitungskomitee. Das waren die 8, die das vorbereitet hatten, die jeweils 4 andere um sich sammeln mussten. Und dann hätte man so in 8 Gruppen diskutiert. Und ich habe das gesagt, nein, ich möchte im Plenum diskutieren. Und dann war ich Silent Majority Leader, also die schweigende Mehrheit. Und dann von da haben sie mich gefragt, wir machen was morgen. Wir haben abgelehnt, es gab keinen Investitionsrat. Aber ich habe am Anfang sehr viel Schläge bekommen. Man muss den Mut haben, sich auch mal ausschimpfen und als Blödmann und Faschist und was, oder was, Radikalist oder was. Wenn sie den Mut nicht haben, erreichen sie nichts. Also man muss den Mut haben und dann ist es überraschend, dass viele so denken wie ich, die aber zu ängstlich sind, das klar zu sagen. Ja, danke für diese Ausführung. Aufgrund der Zeit lassen wir jetzt noch eine Frage zu. Eine kriegst du noch. Ja, okay. Der Segen im Alten Testament, dass es uns gut geht, wenn wir gehorchen und die Gesetze, die Gebote gehorchen, das ist ja ein alttestamentischer sozusagen Segen, der uns zugesprochen wird. Die Frage ist, gilt das auch immer noch im Neuen Testament oder ist der Segen eher geistlicher Natur, der im Neuen Testament versprochen wird? Ich will jetzt kein Gesetz rausmachen, dass es zwingend sein muss. Aber ich würde sagen, er gilt noch.
Also ich kann nur sagen, Gott hat mich so beschenkt, das habe ich nicht verdient. Und den Segen gibt es noch. Aber es gibt auch Leute, die vielleicht in Versuchung geführt werden, die etwas Schwieriges erleiden. Dann hat einer plötzlich Totgeburt oder so etwas. Und dann die Frage, wie kann Gott das zulassen? Ich sage oft immer, wenn einer krank wird, wenn Gott das Ziel mit deiner Krankheit erreicht hat, wird es wieder in Segen verwandeln. Der Segen heißt nicht immer, dass ich auf Wolke 9 oder 7 oder wie heißt das, Wolke 5 oder 7 lebe, sondern dass Gott mir ein Gefühl der Zufriedenheit schenkt. Aber es gibt auch Leitsituationen. Deshalb ist dieser, wenn man mit Segen meint, es geht mir immer gut, ich habe immer ein volles Portemonnaie, würde ich sagen, nein, das muss nicht sein. Und der Segen kann auch in anderen Bereichen liegen, aber ich würde sagen, er gilt noch. Und ich weiß von vielen Leuten, die gesegnet sind, Leute, die auch einen Zehnt geben, wo man sagt, Mensch, und Gott lässt sich nichts schenken. Also ich glaube, der Segen gilt noch.